Geringfügig. Komm jetzt her. Ach komm. Ach ja. I knew it. Hä? Ich check's nicht. This is not a place for tourists. Komm, lauf. So, das ist ja schön, aber was? Slut. Also gut, wenn ich einmal erwischt hat, ist vorbei, glaube ich. No, you like to go around. You. Ich, keine Ahnung. Es ist total komisch. Ja, komm. Au. So, benutze F, um den Attacken eines Gegners auszuweichen. Es aber schön, weil offensichtlich gibt es noch mehr Leute hier, wenn ich das richtig sehe. Toll. Ich bin ja begeistert. Nichtsdestotrotz, keine Ahnung, was ich machen soll. Weil plötzlich ist er dann ganz unten, also der verfolgt dich irgendwie, also der weiß, wo du bist, plötzlich im Erdgeschoss unten, dann steht er halt plötzlich da. Also egal, wie gut du bist, wie du schleichst, etc., er erwischt dich einfach. Ja. Sehr schön. Naja. Also ich bin für solche Spiele, glaube ich, echt nicht geschaffen. So, Kontrollpanel. This can't be real. Nicht hilfreich. Also gut, der war unten die ganze Zeit. Jetzt. So. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es jetzt, zumindest mal zum Ausgang zu kommen, dass wir ein Objective abschließen hier. So. Oh Gott.
Finde einen alternativen Weg. Erkunde das Haus. Aha. So. Finde einen alternativen Weg, erkunde das Haus, untersuche das Verschwinden von Celeste. Ja. You like to go around and rummage in other people's things. I know you're here somewhere. Ah, er hat mich rennen gehört. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich check's nicht. Finde einen alternativen Weg, erkunde das Haus. Also, im Keller ist nix. Da haben wir die Leiter im Keller. So. Warum auch immer wir die Leiter aktivieren müssen, ich glaube einfach, dass wir hochkommen, dann auf die Zwischenetage oder irgendwas. Keine Ahnung. Wir haben irgendwas aus seinem Mantel genommen, was auch immer das war. Keine Ahnung. Ach so, warte mal. Nee, Sammelbares. Oh nein. Oh, Gott sei Dank. Okay. Ich muss das alles manuell machen hier. Das hatte ich vergessen. Okay, hier haben wir die Küche. Schön. Überall Motten. Igitt. Aber leider kein Speicherspiegel. Da ist ein Seil. Ach so. Ha. So, ich
will mich erstmal in Ruhe umschauen. So, also. Das fies, ich bin echt ein bisschen ruhiger. Weil ich immer versuche zu hören, wo der gerade ist. Urlaub in Rom, 1964. Neuen Sammelgegenstand. Schön. Das wäre schon mal auch speichern. Also, irgendwie habe ich das Gefühl. Dass Speicherslots relativ selten sind in diesem Spiel. Oder gibt es nur diesen einen einzigen Spiegel, wo ich speichern kann? Das wäre doof. So, das? Achso. Die Ofentür ist zu, aber dort sind Löcher, um einen Knauf anzubringen. Warum soll ich den Ofen anmachen? Hier, Fenster auf, Bretter rausbrechen, abhauen. Warum muss man es immer so kompliziert machen? Also, wisst ihr, was ich meine? Oh, da oben ist irgendwas. Would you like me to enjoy your stupid game? Goodbye. You get a chance to reach my land for me, and then a whole new world is calling us. Gefällt's wieder. So, wir haben Pömpel aufgenommen. Sehr gut. Lag der vorher schon da? Ich weiß es nicht. Oh, ich würde gern speichern. Ich würde so gern speichern. Ja, ja, komm weg. Ja, hallo. Ah ja. Klar. Der Film. Ich erinnere mich.
Ah. Das war die Tür in die Küche. Ich muss nach oben. Leise jetzt. Nothing left to eat. It's all moldy. Who's playing around in my house? You are not allowed to stay here. Was ist das fies? I just want to sleep. Okay, ich glaube, ich habe es langsam gecheckt. So, läuft jetzt hier noch rum oder ist jetzt weg? Ich glaube, er ist weg. So, das Fiese ist... Du musst dann die Maus so bewegen, dass du im Kreis bleibst, dass du nicht aufschreckst. Und es wird immer stärker, dann ist es total random, wie die Maus dagegen steuert. Das Blöde ist, dieses Haus ist so hellhörig. Du weißt immer nie, wo er ist. Ist er jetzt auf derselben Etage? Ist er eine Etage drüber? Du hast keine Ahnung. Das ist echt anstrengend. Und ich habe mega Durst. Ich kann nichts trinken. So. Wo ist er? So. Geht jetzt runter was essen? So, Storage Girl, hallo, schönen guten Abend. Oh nein. There's nothing left to eat. It's all moldy. Here you are. Oh, where do you think you're going?
Ach, du blöde Kuh, jetzt lauf halt! Mann! Dr. Reed, really think you'll get away with this? Ich wusste nicht, dass er da unten lang läuft. Stop, bitch! Stupid bitch! So, was mach jetzt? I'll make you swallow your own tongue! So. I will make you regret you were born! Ich erkenne gerade gar nichts. Ist nicht so schlimm. So, kurz mal speichern. So, Leben wiederherstellen. So. Sehr gut. Okay, der Spiegel zerbricht dann. Schön. Ah, er regeneriert sich aber, glaube ich, wieder. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob wir wieder ganz gesund sind. Ich habe keinen Schimmer. So. Wir haben hier... Brauchen wir den Pömpel. So, benutzen. Da ist ein Schlüssel oder irgendwas drin. Ah, okay. Finde das Objekt im Abfluss. Okay. Also gut. Anstatt, dass wir das Objekt mit der Hand rausholen, haben wir es einfach den Abfluss runtergespült. Ist sie jetzt hier drin oder nicht?
ist jetzt in dem Raum hier drin. Ich check das im Spiel nicht, ob er auf welcher Ebene der ist. Das ist etwas schwierig gemacht. Das ist doch voll unlogisch. Was, das mit dem Abfluss und dem Dachding darunter? Ja. Ein bisschen. So. Außer die wollte nicht in die Scheiße reinlagen. Das ist, weil bloß das Bad auch noch im Übrigen. So, okay, wir speichern noch mal eben, weil wir haben den Abfluss sauber gemacht. So, okay. Wenn ich gespeichert bin, bin ich immer viel mutiger. Okay. So. Weißt du, hier einfach Vorhang auf, raus, fertig. Muss man keinen großen Eck draus machen. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Wir haben den Film, das heißt, wir brauchen aber noch die Batterie. So. So, das ist Arbeitszimmer. In sein Arbeitszimmer geht aber, glaube ich, nicht rein. Habe ich das ja schon aufgemacht? Da ist eine Glocke, schön. Eigentlich könnten wir das ein bisschen cleverer machen. Wir rennen einfach durchs Haus durch, schlagen ein paar Mal K.O., schauen uns, wo die ganzen Sachen sind. Und laden dann einfach. Beziehungsweise sterben dann, dann ist gut. Wäre so eine Idee zumindest. So, 1 Stunde 3 Minuten stimmt nicht. Wir spielen es, glaube ich, schon länger. Ich glaube, wir spielen seit fast 2 Stunden das Spiel. So. Ach so, das Papier kann man lesen hier. Dr. Felton, ich glaube nicht, dass ich die Kraft oder den Mut habe, so weiterzumachen wie bisher. Die Therapie führt sie zu nichts und was heute passiert ist, ist sehr ernst. Ich bin in Film... Ja, ich bin in Film losgeworden. Wenn Sie Ihre Hypnosesitzung nochmals ansehen sollten, kann das Ihrer geistigen Verfassung schaden und ich wünsche mir, er wäre nicht in der falschen... Was? Er wäre nicht in die falschen Hände gefallen. Versuchen Sie nicht, ihn zurückzubekommen. Ich habe ihn in den Ofen geworfen. Ich habe auch die Batterien der Pendeluhr ausgetauscht. Wir brauchen den Projektor nicht mehr. Passen Sie auf sich auf, Gloria. Okay. Also. Hätte ich den Zettel gelesen, hätte ich gewusst, wo der Film ist.